Hallo meine Lieben, heute habe ich einen ganz kleinen DM-Haul für euch. Es sind nur fünf Teilchen, die ich euch gern zeigen möchte. Und zwar zum einen aus der neuen Hello Autumn LE von Essence. Da habe ich mir nämlich das eine oder andere Teil geholt und ja, wollte euch kurz ein Feedback geben. Und ja, ich fange jetzt auch direkt an. Also ich habe gestern diese LE entdeckt, der Aufsteller war noch komplett voll und habe ich mich sehr gefreut. Und ich fand die LE auch wirklich sehr gut und wollte das eine oder andere Teil mitnehmen. Aber als ich es dann in echt gesehen habe, habe ich dann gedacht, naja, brauchst du das wirklich oder kannst du da auch eventuell drauf verzichten oder das auch später nochmal irgendwie kaufen, weil es vielleicht im Sortiment ist. Was ich nämlich sehr, sehr toll fand, war eigentlich das Augenbrauen-Kit, das hatte ich auf den Pressebildern ja schon ein paar Mal gesehen und war sehr entzückt davon. Und aber als ich es dann in echt gesehen habe, war ich ein bisschen enttäuscht, weil das Helle ging gar nicht für mich und das Dunkle auch nicht, weil da war irgendwie die Farbe, hatte ich das Gefühl, dass sie ins Grünliche ging oder so, ich weiß nicht. Also das hat für mich eher wie so ein Lidschatten-Duo ausgesehen als wie ein Augenbrauen-Kit, deswegen habe ich da die Hände weggelassen. Die Paletten fand ich sehr schön, dennoch habe ich sie stehen gelassen, weil ich so viele Paletten habe und schon mal gar nicht mehr weiß, wohin mit den ganzen Lidschatten. Und die, ach ja, der Multi, das Multipuder hat mich sehr angefixt von der ganzen Stanzung her mit dem Blattmuster, war sehr, sehr schön. Dennoch habe ich es stehen gelassen, ich habe dort geguckt, habe mir das angeguckt und war dann aber nicht so überzeugt, weil ich es, denke ich, weder als Bronzer noch als Puder verwenden werde. Ich hatte schon mal so ein Multicolor und es war bei mir dann auch, hat ewig rumgestanden, hat keiner benutzt und deswegen habe ich das dann auch gelassen. Was mich allerdings sehr überzeugt hat und ich auch mitgenommen habe, war dieses Blush, das in der 01 Beauty Fall Red, das sich ja nach dem pH-Wert der Haut verfärbt. Also es ist ein fast transparenter Farbton hier, den ihr hier seht. Und auf den Wangen trage ich das heute auch. Und da seht ihr, bei mir ist es schön pinky geworden. Also ich habe heute Morgen, als ich es verwendet habe, gedacht, oh Mann, man sieht es ja gar nicht. Also beim Swatchen im DM vom Tester war ich sehr beeindruckt. Da war es wirklich auf meinem Handrücken sehr schön rosa. Und heute Morgen habe ich es benutzt und ich habe nicht gleich was gesehen und war sehr traurig. Habe immer weiter drauf, schön geschichtet. Und dann gucke ich vielleicht 10 Minuten später in den Spiegel und sehe, oh Gott, du bist extrem pink. Also habe ich auch gleich sozusagen den Extremtest. Also ihr könnt es sehr gut schichten. Und es hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Also ich bin total, total positiv überrascht von diesem Produkt und würde auch eventuell noch mal ein Backup holen. Und dann habe ich noch mitgenommen den Nagellack, weil ich liebe die Thermolacke von Essence. Überlege mir auch noch einen zu holen aus der LE. Habe aber jetzt erstmal nur den roten mitgenommen. Ich denke, ihr seht, ich trage ihn gerade. Das ist der kalte Zustand, also dunkelrot. Und im warmen Zustand ist es ein sehr schön satter Rotton. Und ja, ich überlege, den grünen noch zu holen. Ich habe ja jetzt schon, das ist jetzt mein dritter Thermolack von Essence und die finde ich sehr gut. Also die anderen Nagellacke von Essence steige ich immer wieder ein, leider Gottes. Aber diese Thermolacke finde ich 1A und ja, werde ich eventuell noch einkaufen. Den grünen für 1,95. Das Blush kam 2,45, weil ich es nicht gesagt hatte. Und dann habe ich mir noch zwei Produkte aus dem Essence Standardsortiment mitgenommen. Und zwar nochmal diese Effekt-Eyeshadows. Da gibt es ja jetzt vier bei DM und jetzt habe ich die drei, die mir gefallen haben. Der vierte ist nicht so mein Ding. Das ist so ein gelbischer Goldton, der ist aber nicht so meins. Die Farbe 02 Brazil Sunset. Und das ist so ein, ja, so ein Taupe Bronzeton, der mir sehr, sehr gut gefällt. Und ihr braucht halt wirklich auch sehr, sehr wenig, weil die Teile sind total ergiebig. Seht ihr das? Und die sind total ergiebig. Und die zweite Farbe ist die 05 Shiner's Groove. Und das ist so ein Orange-Gold. Und ich muss jetzt ein bisschen mich beeilen, weil ich habe nämlich gestern so eine kleine Entdeckung gemacht. Ich zeige euch jetzt die Farbe noch einzeln. Wenn ihr diese beiden Farben vermischt, bekommt ihr einen wunderschönen Rose Gold Ton, habe ich jetzt nämlich entdeckt. Durch dieses kupfrige bräunliche und dieses goldige rosa oder orange Entschuldigung, entsteht halt so ein Rose Gold Ton, was ich total schön finde und auch auf den Augen demnächst mal ausprobieren möchte. Also das habe ich gestern beim Swatchen im Geschäft durchaus durch Zufall entdeckt, wollte ich sagen. Und ja, habe mich sehr, sehr gefreut. Und ja, also wirklich
Ich liebe die Teile ja total. Ich hatte ja das eine und habe mich gleich rein verliebt. Weil da muss ich sagen, ein bisschen der Auftrag ist ein bisschen schwierig, weil mit dem Pinsel funktioniert es nicht richtig. Dafür ist es irgendwie zu klebrig und zu feucht. Und mit dem Finger geht es auch nicht so richtig, aber ich tupfe es dann schon immer so ein bisschen auf. Aber die halten wirklich sehr gut den ganzen Tag und sind auch sehr, sehr gut als Base. Und auch solo wirklich sehr, sehr schön. Leider glitzern sie sehr stark. Wer das nicht mag, sollte, denke ich, lieber die Hände weglassen. Aber ansonsten kann ich sie wirklich sehr empfehlen. Und ich liebe sie auch. Ich liebe ja persönlich Glitzer und deswegen finde ich die ganz toll. Und wenn ich mal irgendwann zum Müller komme, würde ich mir vielleicht auch noch ein, zwei von diesen Teilen holen. Weil ich glaube, Müller hat da irgendwie sechs oder sieben Farben im Sortiment, soweit ich das weiß. Und die kosten 2,95, was ich auch noch in Ordnung finde. So, und dann habe ich im DM noch einmal Vaseline gekauft. Und zwar hatte ich bei der Funny Pilgrim da so ein cooles 10-Tricks-Video angeguckt. Und da war dabei, aus Vaseline sich so Lippenprodukte zu machen. Ich wusste, dass es dafür geht. Ich wusste natürlich nicht immer, dass es Vaseline im DM gibt. Habe halt diese Tage mal dran gedacht und gefragt und habe es für 1,25 mitgenommen. Und da kann man sich halt seinen Lipgloss, Lippenstift aus diesem bisschen Vaseline und seinen Lieblings-Lidschatten oder Rouge zusammenpinseln. Und das hat mir total gefallen, weil sie da auch so eine schöne Farbe gezeigt hat, wo ich auch so ähnlich mal gucken wollte, ob ich das so hinkriege. Deswegen habe ich die mitgenommen und werde jetzt das mal testen. Vielleicht mache ich euch da auch mal so ein Video und wie es geworden ist. So, das waren die kleinen Teilchen aus dem DM. Mehr habe ich nicht mitgenommen, nur noch so ein paar normale Sachen halt, wie immer. Aber die habe ich jetzt nicht mal mit hier. Das soll es dann auch schon wieder für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Lasst mir ein Däumchen da und bis zum nächsten Mal. Ciao!